Wieso? Apropos, hast du irgendwie... Peter Watson! Oh. Tja. Das ging ja schneller als gedacht. Hallo, zurück. Wie wär's, wenn wir erstmal eine Basis aufbauen? Hi. Ja. Kürzeste Ansage ever. Ja. Nein, wir gehen jetzt erst einmal weiter suchen, weil ich habe jetzt keine Lust nochmal rauszurennen. Und ich habe keine Lust zu sterben hier und dann habe ich nichts mehr. Wenn du hier stirbst und wir eine Base haben, was bringt dir das? Dann spawn ich in der Base. Du Pussy, komm. YOLO. Du hast gerade meinen Sinn nicht kapiert, wa? Weißt du, hast du überhaupt was gesagt? Weiß ich nicht. Ja. Habe ich nie was davon gehört. Nein. 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 Alter, hier mache ich Treppen rein ohne Spaß. Ja. Also für die Leute, die jetzt verwirrt sind, was das jetzt gerade eben für ein Anfang war, ich habe Dölit mal wieder den Anfang machen lassen. Ja. Und dann wisst ihr halt, dass immer Scheiße rauskommt. Ja, man muss. Und jetzt mal zu dem, was wir machen. Wir suchen Netawarzen da, wir waren blöd. Wir haben zwar diese Lorenstäbe, also die Blaze Rods, aber wir haben keinen Soul Sand. Na gut, Soul Sand kriegt man ganz einfach, aber wir haben keine Netawarzen. Ich weiß bloß nicht, wo es die gibt. Ich weiß sogar noch meinen Vorschlag, den ich dir bei Skype geschrieben hatte. Ja, normalerweise gibt es die Dinger ja hier. Nur hier waren, so wie es aussieht, ja Domse und Yannick. Und haben hier schön alles leer geräumt. Arschlöcher. Ja. Im Grunde. So. Apropos, hast du irgendwie... Peter Watson! Oh. Tja. Das ging ja schneller als gedacht. Ja, wir haben sie sogar letztes Mal übersehen, so wie es aussieht, weil da vorne haben wir, glaube ich, uns rausgebaut gehabt. Ne, ich habe hier irgendwo, habe ich jetzt einfach abgebaut. Auch den Sultan mitnehmen, natürlich. Ach so, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, zurzeit kein Werkzeug, außer ein Steinschwert. Wirklich? Ja, aber ich habe dafür das ganze Eisen. Okay, das passt. Warte mal, wo kommt man denn? Da kommt man nirgends vor. Ey, du glaubst nicht, mit was ich mich gerade die ganze Zeit einfach nur wach halte. Wieso hast du wirklich 24 Stunden das geguckt? Ja, 24 Stunden Stream geguckt. Durchgehalten. Von gestern 16 Uhr. Alter. Na gut, das war sogar ein 27 Stunden Stream, um genau zu sein. Wie hast du dir das gegeben, ey? Weil Imero geil ist. Dass es den Typen noch gibt? Ja, war halt einer der, Ersten, die... Ja. Wer war eigentlich der erste Funk Royal, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also mir ist nur Imero bekannt. Ich überlege gerade, wo der Ausgang war. Und seitdem habe ich jetzt wieder richtig Bock auf Mega Man 2. Hier. Ja? Mhm. Dieses Lieblingsspiel von Das Mirko? Nee, nicht deswegen, sondern ganz einfach wegen der Musik von, ach Gott, wie hieß er? Dr. Willy, genau. Von Dr. Willys Castle. Ja, die Musik. Ich habe Mega Man nie wirklich gespielt, habe aber das Let's Play von Das Mirko gesehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich die Musik von Dr. Willys Castle, also Dr. Willy Stage 1 und 2, das nächste Mal als Kampfmusik benutzen werde. Ja? Ja. Kannst du Let's Play draus machen aus dem Spiel? Nee. Auf jeden Fall nicht. Das ist ja zu anstrengend. Ja, ich habe mir auch gesprochen, ich werde nie im Leben ein Super Meat Boy Projekt anfangen. Wieso? Ich hatte mal vorgehabt, Super Meat Boy zu machen, aber nein. Ich habe das Spiel mal verlost, aber ich habe es überlegt, ich mir selber noch hab ich gesehen. Hast du Holz? Hast du eine Workbench? Nein. Ich habe nicht mal Holz. Holzhacken. Mit alter Manier mit einem Pilz. Wie am Anfang, ne? Ja. Der gleiche Wald. Wir müssen halt neu anfangen. Ja, so etwas. Bloß wir starten mit einem Zaubertisch. Und, wir müssen neu anfangen. Und Blaze Rods und Netawarzen und 26 Eisen. Und ein Goldbarren und... Ja, und 10 Hals. Es kam halt, wir haben halt Post von, wie heißt das nochmal? Spurrick Enterprise bekommen. Nee, ich bin noch nicht mal mehr da. Nein. Ich bin abgehauen. Mag die Firma nicht mehr. Ja, hör mal, wenn jemand sagt, du sollst da wo eine nukleare Explosion war, da nochmal neu aufbauen, aber da habe ich selber keinen Bock drauf. Oh ja. Ich mache mir jetzt erstmal eine Dings. Ja, gut, mach das. Eine Craft. Hast du jetzt eine Crafting Box schon gebaut? Nein, noch nicht. Da haben wir jetzt einen. Gut. Ach, hier habe ich das erste Mal Stein gefarmt. Da ist sogar noch eine Fackel drin. Wo bist denn du?
Hinter dir. Ah, da. Da steht sogar Crafting Bench, nicht Box. Crafting Bench. Bench. Wie die Firma Bench. Werbung. Schleichwerbung. Ihr kriegt wahrscheinlich jetzt irgendwie 3 Millionen Euro dafür, nur weil ihr das gesagt habt. Aber da wären wir schon Millionäre. Dann würde ich schon gar keine Tube mehr machen. So oft wie ich Rockstar erwähne. So oft wie ich Rockstar Energy erwähne. War jetzt auch überhaupt nicht Schleichwerbung. Ja, erst meinst du das die Spielefirma und danach meinst du den Energy und. Ach so, ja. Stimmt ja, es gibt ja mehrere. Ich mach mir mal Rüstung. Irgendwie habe ich Bock ins Schneegebiet zu ziehen. Echt nicht. Echt nicht. Nein. Ja, wieder Klasberg. Du hast einfach nur Angst. Nein, ich habe einfach nur keine Lust im Schneegebiet zu sein. Ja, siehst du, da fängt's an. So, jetzt habe ich auch Rüstung. Ui. Guck mal. Stink. Nee. Ja. Ach ja, warte. Ich mach mal kurz die Tische. Ein glühender Stab. Die Tische? Ja, Brewing Stands. Lass ja erstmal weitergehen. Willst du hier so stehen bleiben erstmal? Ja, ich nehme jetzt die Workbench mit und auf geht's. Jo. Wohin sollen wir? Und wir brauchen Essen. Ja, unbedingt. Ich hab wirklich gar nichts. Hast du nicht Pilze noch? Ja, 3. Bestimmt nur schwarze. Ja. Also braune meine ich. Ja, braune Pilze. Ja, ich hab keine roten. Well fuck, aber da ist ein Schaf. Schwein meine ich. Nicht ja, Schaf, ja. Ich bin mehr als 27 Stunden wach. Das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht. Das also es ist auch gesundheitsschädlich. Aber hey, who cares? Für deine Sprachkommunikation. Ey, ist das da unten Cobblestone? Wir waren hier. Ein Spinspawner. Ein Spinspawner. Ja, da ist ein Spinspawner. Denkst du, ich verarsch dich oder so? Ich glaube, in dem waren wir schon. Nein, wir waren hier nicht drin. Lol. Dann waren ja aber beide Teams noch nicht. Hier sind aber Eimer drin. Das heißt, wir können uns nur unterirdische Farm aufbauen. Yay! Ich nehme die Kisten mit. Yay! Scheiße, das ist ein Zombie-Spawner gewesen. Ich reiß den ab. Ja, du Vollpfosten. Mann! Wir hätten jetzt schön hier ein bisschen EP farmen können. Ja, man hätte das schön ausbauen können, aber egal. Hier sind noch Schweine. Ich muss langsam echt was fressen. Oh, Zombiefleisch. Ja, deswegen bin ich gerade Schweine am Töten. Zombiefleisch. Nein, Schweinefleisch. Zombiefleisch. Dönerfleisch. Dönerfleisch. Stirb, Schwein. Stirb, Schwein. Es ist immer noch ungewohnt, ohne Musik aufzunehmen, aber die Musik dann im Nachhinein einzuspielen. Was machst du so? Weil das so einfacher ist, zum Beispiel in Kampfszenen dann die Musik zu wechseln. Du musst ja deine ganzen Videos nochmal angucken. Nein, ich merke mir, dafür habe ich ja jetzt auch die Stoppuhr. Um zu aufzuschreiben, wo es circa war. Ja. Schlauer Junge. Und nicht nur deswegen, auch wegen halt hier jetzt das mit den 30 Minuten. Ach so. Ja, stimmt, hat man ja gesagt. Bald werden wir bestimmt eh nicht einhalten, aber... Das wird eh dann Domse sagen, aber egal, damit ich so ein bisschen was habe. Ein Gefühl hast. Ja, aber es ging echt schnell mit den Netherwarzen, das muss ich jetzt mal echt sagen. Ja, das war irgendwie fast schon gescriptet. War es natürlich nicht, es war überhaupt nicht gescriptet oder so. Es war jetzt, Also jetzt hört sich erst recht unglaubwürdig an. Ja, aber dabei ist es ernsthaft glaubwürdig. Ja, ich habe wirklich nur die Wand abgerissen, da kam die da. Was ist das Leben? Kam da? Die kam mir entgegengerannt, oder was? Ja, die kam so an. Ah, nimm mich! Und wir möchten uns entschuldigen für einen Regelbruch. Erstmal sieht das egal aus. Und erstmal bau hier mal bitte die Kohle ab. Ja, kann ich machen. Ja, du kannst ja mal dem Regelbruch sagen. Man hat uns darauf hingewiesen, dass Unterwasserbasen verboten sind. Wir haben das zwar nicht geglaubt. Mehrmals in den Kommentaren. Mehrmals. Naja, was heißt hier mehrmals? Das war eine regelrechte Wall of Spam. Ja. Wieder, und hier ist eine Schlucht, by the way, die auf uns zukam. Und ja, wir haben bei Domse nachgefragt, es ist wirklich verboten, nur man hat uns nie etwas davon gesagt. Deswegen haben wir gedacht, dass es nicht so ist. Hi. Hi. Gut. Ja, und weil wir nur Flugbasen, also ja, weil uns wurde nur gesagt, dass Goldene Schlucht. Schon, da unten ist Licht. Wenn du von hier guckst. Das ist Lava. Na ja, egal, komm. Wir brauchen eine neue Base. Ja, such die ganze Zeit. Ich wäre ja für hier.
Einfach hier so in den Berg rein. Hier, ja, können wir machen. Ja, so tiefer. Auf welcher Höhe dürfen wir jetzt eigentlich bauen? Bis maximal 40. Warte, auf welcher Höhe sind wir hier? Wir sind auf Höhe 65. Ja. Nein, dann noch nicht hier. Müssen wir ein bisschen höher was finden. Sie haben, glaube ich, gesagt, circa auf Höhe 40, wenn es jetzt 38 sind oder so. Ja. Dann wird es ja nicht das Problem sein. Doch, nicht, dass so wie die Abonnenten hier abgehen, da ist das doch schon ein Problem. Und wieso ist mein Minecraft-Sound so laut? Wieso steht der auf 39? Boah, ist das laut. Und wieso steht da eine Kuh? Und wieso ist mein Schwert kaputt? Und wieso ist hier ein Creeper? Wieso geht der hoch? Oh, eiskalt mit einer Spitzhacke. Mann, stell mir mal den Crafting-Box da wieder irgendwo hin. Da. Kraftbox. Pass mal ein bisschen auf mich auf, dass ich nicht gleich explodiere. Oh, Achtung, Creeper. Oh. Jetzt kommt von hinten ernsthaft ein. Einer. Ach, die Netherzäune kann ich ja weghauen, die braucht doch keinen Arsch. Den Netherstein kann ich auch weghauen, oder? Ja, eigentlich schon. Das Gold brauche ich auch keiner. Ich bin gerade nur Schweine am Töten. Oh, Wire Spray. Ja, wir brauchen halt Erfahrung. Ne, erstmal brauchen wir Essen und Erfahrung. Ja. Ist ja beides das Gleiche. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass es sehr unnötig war, eine Level 9 Verzauberung zu machen. Was ich selber im Video eigentlich gesagt hatte, dass es sehr dumm war. Ja. Weil ich hätte lieber kleinere machen sollen. Es ist sogar inzwischen, in den neueren Versionen nicht mehr so, aber in der 1.1 war es halt auch wahrscheinlicher, eine bessere Verzauberung mit niedrigeren Leveln zu kriegen. Echt? Ja, irgendwie so als war da. Jetzt muss ich erstmal was fressen. Skelett of Doom. Ach, mir wurde auch noch was anderes in die Kommentare geschrieben. Das wollte ich unbedingt anmerken. Was denn? Ey, Yannick soll den Kampf, wo ich ihn geschlagen habe, ganz knapp überlebt haben. Ja, ja, hat man mir auch geschrieben. Er soll, ich glaube, so ein Herz oder so nur noch gehabt haben. Das ist richtig schlimm. Oh, da hätte ich Bock, eine Base reinzubauen. Wo? Na, da oben in dieses kleine Loch da, aber... sehr auffällig. Ja, und hier ist eine Riesenhöhle. Ich komme mal dahin. Vielleicht kann man ja da was so machen. Auf jeden Fall, da ist Eisen und ich habe immer noch keine Werkzeuge. Ich glaube, wir sollten jetzt gleich erstmal Werkzeuge herstellen. Ja, dann lass erstmal hier so chillen. Lass hier runter so. Ja, ich brauche erstmal Werkzeuge, deswegen. So, hast du zufällig ein bisschen Kohle? Nee. Das wollte ich eigentlich dich auch gerade fragen, weil... Wir brauchen Kohle. Sonst meine Dumbonenten, wie ja. Ein gewisser Herr Maffi immer sagt. Das war ein Creeper. Nicht sehen, ja. Ja, meine... Holy fuck. Was denn? Geht das hier tief runter? Komm mal hoch. Jo. Das kann... Hey, das komm kann... mal hoch. Komm mal hoch, das geht hier tief runter. Ich bin da. Hinter dir! Unsere Workbench hat's aber überlebt. Unsere Workbench. Boah, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst ein Zombie. Ich dachte gerade, ich hab ein Skelett abgeschossen. Hier lang. Du das? Ja. Jetzt nicht schubsen. Guck mal hier runter. Und da ist ein Minenschacht. Ja. Und da geht's tief runter. Wir brauchen einen Ofen. Und ich mach mal ein bisschen Kohle. Sieht aber geil aus hier. Das ist wie eine Gladiatoren-Arena. Wie eine Arena so. Cool, ich habe sogar Kohle im Inventar, aber krieg's nicht mit. Ja gut, ich mache jetzt das eine Stück Kohle da. Wieso hast du mir Gravel zugeworfen? Ja, da, ich nimm selber. Musste es erstmal aus meinem Inventar entfernen. Na ja, super, jetzt habe ich so einen scheiß Ohrwurm von der Mega Man 2 Musik. Ich habe mal noch mehr Fleisch reingehauen. Gut. In das Öfchen. Wir könnten uns ja hier irgendwie in die Wand reinbauen. Auch einfach hier bis zur Hälfte gehen und da uns reinbauen. Können wir auch machen. Und da unten in den Gang, der da vorne Seite ist. Ich glaube, ich sehe sie. Scheiße. Nein, der sieht uns nicht. Hat er jetzt extra so gemacht. Thomas, ich glaube, du hast aus Versehen den Knopf gedrückt. Ups. Oh nein, das wollte ich nicht. Siehst du? Ist okay, Storms, verzeihen wir dir. Hör auf, doch das arme Skelett zu schlagen, das kann auch nichts dafür. Dass es dumm ist? Nein, dass es mit Doms geredet hat. Doms, der Skelettflüsterer. Das Skelett war ein Spion von Domse. Sowieso. Alle sind ein Spion von Domse. Ja. Man, ich brauche unbedingt Fäden.
Ich weiß jetzt auch wieder, dass seit heute, dass, woher der Name Sparica kam. Ja? Ja, von Doms. Wirklich? Ja, Doms hat ja auch früher immer Sparica zu mir gesagt. Jetzt ohne Spaß? Ja, der kam von Doms. Der Name. Echt? Ja. Ja, wenn du mir das unheimlich sagst, dann...